Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Wessen Ende? Durchbricht violette Kraftschilder mit dem Aufruf zum Arkio. Okay. Haben wir bisher noch nie gebraucht. Sieg. Auch dass ich nicht gewettet habe. Sehr schön. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich habe bisher aushoch, ja. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Das war bisher gar kein Problem. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Zweite Runde bestanden. Eine Runde Training mit Lücken. Okay, er ist hier. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Hallo Lugan, kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Das ist die Aufgabe. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Aha. Hier. Lumos, du schaffst es. Ja, Lumos ist jetzt hier nicht so das Richtige. Aktion. Reparo. Aktion. Aha, verstehe. Gut so. Ausgezeichnet. Kombiangriffe. Aha, okay, da müssen wir nochmal Abwehr machen. Verstehe. Verdammt. Nicht auf. Fantastisch. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt deine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Auf jeden. Aufgabe erledigt. Stufe 7. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Schon. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Das ist doch jetzt schonen können. Lass ich dich gewinnen oder was? Draußen im Kampf gegen Todesser, gegen die es hier noch nicht gibt. Gegen schwarze Magier, gegen Kobolde. Wird auch keiner verschont. Was soll denn das? Verschont. So weit kommt's noch. Duell verschont werden.
klassische Musik immer hier, diesem Eingang. Du wolltest mir eine freundliche Seele geben. Halt die Schnauze. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und das... Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Oha. Perfekt, first try. Incendium. Okay, das müssen wir natürlich erst mal registrieren. Nur keine 5 freischalten. Ich würde jetzt mal Reparo austauschen. Das brauchen wir noch zu selten. Incendio! Besser! Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Okay, jetzt haben wir Stopp, muss manchmal erstmal aufladen. Waren zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Ich würde das zweite Fass dann nochmal brennen sehen. Hier zurück zu Professor Fink. Okay. Jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Leviosa. Schade. Ja, wir könnten auch die Quest annehmen, aber das wäre nicht lustig. Irgendwann, wenn es mich zu sehr nervt, dann nehme ich die an. So, die verbotene Abteilung, da wollen wir jetzt noch rein. Gut, dass jetzt nachts wird. Dann wird es nochmal atmosphärischer. Gut, hier nochmal rein. Vielleicht können wir jetzt... Nee, können wir irgendwie nicht. Verstehe ich auch nicht ganz. Warum wir gewisse Dinge noch nicht nutzen können. Weil wir eigentlich schon freigeschaltet haben. Ach, der kommt erst am Morgen. Schade, ich wollte am Abend mal in die... Ah, da sind sie ja. Nicht in die Kamera, sondern in den... Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten!
Aha, also warten wir. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Aha. Sprich mit Sebastian. Ihm wird doch hoffentlich nichts passieren. Er wird doch nicht gefeuert oder so. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Sollen wir jetzt alleine rein oder was? Und den Lehrer. Das halte ich aber für eine gewagte Sache. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin ihm nie begegnet. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden, aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Das geht schief. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay, wir können währenddessen nicht... Wir werden dazu gezwungen, bis abends zu warten oder was. Ah ja. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, aha, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? Ein Tarnumhangszauber? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Aha. Ein Zauberspruch. Okay, ich muss meine Zeige ein bisschen bewegen. Das war knapp. Okay, dann sollte ich gerade mal ausrüsten. Gebrauchen. Revelio! Der Blumas brauchen wir da drin bestimmt. Feuer brauchen wir vielleicht auch. Schweben, Akio. Hm.
Warum wir das eigentlich nicht mehrfach belegen können. Wir haben nur eine 6, eine 7, eine 8, 9 und eine 0 auf der Tastatur. Tauschen wir das aus. Merkur Zauber können wir auch. Schleich dich in die Bibliothek. Oh, das hat ja sehr gut geklappt. Du wirst gefasst. Das war ja mein erster Fail. So, sollten wir mal vielleicht ein bisschen früher. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Hier ist nix. Okay, Pio, bis da muss ich in den Weg kommen. Da war meine Verspieltheit ein bisschen zu gut. Als ob die nicht bemerkt haben, dass die Tür aufgegangen ist. Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Natürlich muss ich den Schlüssel besorgen. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Aha, na dann. Links hier ab. Noch Ablenkung. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Oh oh. Was für ein Chaos! Ich dachte, die geht dort lang und bin dann hier rumgegangen und dann war die dort. Ach du Schande. Das muss man erstmal auf die Reihe bekommen. Ging da so in die Richtung und dann. Verdammt. Ich wusste, ich hab was gehört. Und jetzt raus! Die wäre schon weg, verdammt. Wie ist das mit der Face? Wenigstens sind die. Screens ein bisschen kürzer. Ist da jemand? Sind Sie das? Ich hätte eine Reaktionszeit. Jetzt schnell. Schlüssel gefunden. Jetzt muss ich nur noch darüber. Oh, Kacke. Nicht bewegen.
Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Mhm. Der Gegner ist hoffentlich die Lehrerin an die Gebietmusikerin. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckt hältst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Zielmodus verleiht dir präzise das Anvisieren und enthüllt zusätzliche Ziele deinen Zauber. Aha. Geist, sei vorsichtig. Die Luft ist jetzt dran. Sie müssen nicht mehr herumschleichen. Kann doch Peeves nicht weit sein. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Depp, ich bleib lieber getarnt. Na, das war doch klar. Sebastian Cello und seine neue Kleidung. Das war sowas von vorhersehbar. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Können wir ihn irgendwie aufhalten? Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Mhm. Und war das ein Zauberstab? Link. Okay, wir brauchen eine Reparatur. Also, du musst mal wieder brauchen. Reparo. Ich muss ja alles anfassen. Ein paar Münzen. Ich denke mal, hier geht's weiter. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Was ist das?
Oha. Hier, wo sind wir hier hingegangen? Ich glaube, hier werden wir sowieso gesehen. Ein weiterer Schal, den wir nicht aktivieren können. Wo führt sie wohl hin? Wir werden sehen. Hier sind wir jetzt zumindest von Grievous und vor den Bibliothekaren sicher. Hier können die uns nicht folgen. Die alten Magiebereiche. Aber es gibt andere Dinge hier, die uns hier erwarten. Okay, na toll, wie kommen wir jetzt hier rüber? Reparo. So nicht. Aha. Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Interessant. Reparo. Das war ja klar. Okay, deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich eingreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen, den kleinen Teil der Gesundheit wiederherzustellen. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du die verheerenden Angriffe alter Magie entfesseln und die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X an, wenn du die Aufforderung über dem Kopf eines Gegners siehst. Aber jetzt haben wir komplett verbraucht. Das war vielleicht nicht weise. Oh je. Ha, so knapp. Das muss der Weg sein. Aber wohin? Das war klar. Okay,
es löst etwas aus. Okay, dann müssen wir einfach springen. Oder nicht. Da hinten kommen wir nicht hin. Ist zu weit weg. Wenn wir noch einen Schritt nach vorne machen, sind wir unten. Ja, eben. Versuch's immer wieder. Sind wir hier? Wie genau kommen wir darüber? Das hat natürlich nicht funktioniert. Ist logisch. Was? Wir sind doch hier nicht hingegangen, damit wir hier nichts machen. Ich muss doch irgendwas. Robuste Duellhandschuhe. Okay. Dafür sind wir jetzt hierher. Okay. So einfach ist das Rätsel. Okay.